Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntags mit Lillis und einem weiteren drei Themen ein Bild. Ich bin wie alle zwei Wochen immer sehr gespannt, was ich für Themen ziehen werde und lege damit auch sofort los, damit die Spannung nicht ins Unermessliche steigt. Wir fangen an mit einem Gegenstand. Pinsel. Ein Tu- oder Wie-Wort. Essen. Pinsel und Essen. Und ein Lebewesen. Elefant. Eine tolle Kombi. Ich versuche mir gerade schon ein bisschen so Gedanken zu machen, wie ein Bild aussehen könnte. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was ihr für Bilder in eurem Kopf schon entwickelt. Und ich werde auf jeden Fall sofort loslegen mit einer Skizze. Ich habe noch kein ganz genaues Bild vor Augen, aber ein Elefant, ein Pinsel und Essen sind schon eine sehr interessante Kombination. Wir fangen mal mit dem Elefant an. Als Essen ist er hier natürlich, ist er klein geschrieben, auch natürlich das Essen als Eigen, also als Tu-Wort, ne? Also als Verb, nicht das Essen als Substantiv. Fehlt mir gerade so ein bisschen die Idee. Ein Pinsel. Das ist natürlich auch schwierig, so spontan zu entscheiden. Ne? Wenn man so ein bisschen Zeit hat, dann kann man sich ein bisschen was überlegen. Aber wir kriegen das hin. Wir kommen hier zu einem Ergebnis. Das verspreche ich euch. Dass mein Elefant Multitasking ist. Er hat jetzt hier ein Bild gemalt. Das wird, denke ich mal, eine Savanne, so mit so einem schönen Farbverlauf. Das machen wir hier hoch. Ja, so habe ich mir das gedacht. So werden wir das machen. So, das ist ja jetzt, wie gesagt, nur eine Skizze. Die werde ich jetzt noch in mein Buch übertragen. Ich werde das in mein Aquarellbuch malen. Und habe hier Aquarellpapier drin, übertrage die Skizze hier in mein Büchlein rein. Und da werde ich noch die Ränder abkleben.
So, dazu werde ich wieder meinen Aquarellbleistift nehmen, also beziehungsweise meinen Graphitstift, der sich ja dann vermalen lässt. Und zeichne hier die Skizze auch nur ganz grob ab. Und dann nehme ich mir meine Aquarellfarben zur Hand und alles, was ich dazu brauche. Wasser, Pinsel, ein Tuch. Meistens benutze ich ja so drei verschiedene Pinsel. Und ja, dann werde ich gleich mal sehen, ob und was ich noch brauche. So, die Skizze, die packe ich jetzt auch beiseite. Und dann fange ich auch schon recht zügig an. Ich habe hier auf meiner Mischpalette ein bisschen schwarz. Das nutze ich gleich mal, um den Elefanten ein bisschen grau, grau-blau vielleicht sogar. Hier hinten. Ein kleines bisschen Blau dazu. Zu lasieren. Hier geht es jetzt auch noch gar nicht darum, irgendwas hervorzuheben. Hier noch ein Braun auf meiner Mischpalette. Das nehme ich jetzt für die Staffelei hier. Und dann will ich auch gleich den Hintergrund noch ein bisschen farblich gestalten. Den werde ich jetzt auch nicht vorwässern, den Hintergrund. Da gehe ich jetzt wirklich so stufenweise von links nach rechts. Entscheide mich für ein wirklich zartes Grün, vielleicht grün-blau. Wirklich ganz zart, soll nicht. Hintergrund soll wirklich Hintergrund bleiben und nicht in den Vordergrund drücken. So kann ich auch gleich mal ein bisschen nutzen, meine Mischpalette hier von Farben zu säubern. Dadurch, dass der Hintergrund auch so hell ist, dann ist das jetzt auch gar nicht so dramatisch, wenn ich jetzt ein bisschen auf das Gemalte, was ich schon gemacht habe, drauf komme. Da es viel zu hell ist, um da irgendwas zu verfälschen oder zu decken. So, mit den harten Kanten jetzt hier. Die gehe ich einfach nur mit ein bisschen Wasser drüber. Sind sie nicht zu feucht. So, dass der Hintergrund gleichmäßig ist. Der Schatten, den der Elefant und auch die Staffelei noch wirft, das mache ich dann im Nachgang. Ihr seht jetzt schon, wie sich das Papier hier so hochwellt. Das kann jetzt natürlich ein bisschen störend sein. Da nehme ich mir jetzt mal eine Klemme zur Hand und klemme meine Seite jetzt hier fest, dass ich das nicht so hochrollt. Das trocknet natürlich jetzt auch und es glänzt auch nicht mehr. Also ist jetzt auch nicht mehr komplett nass, sondern ist nur noch feucht. Also es sieht schon matt aus. Aber das Papier muss ja auch erstmal trocknen. So, dann mache ich jetzt weiter mit dem
das mache ich jetzt weiter mit dem Elefanten. Dann nehme ich mir jetzt einen schmaleren Pinsel, habe jetzt hier die 2. Und gehe jetzt an die erste Schattierungsrunde. Das heißt, das ist ein bisschen dunkler. Details. So, die erste Detailrunde ist fertig. In der dritten Runde wird es dann ausgefeilter und detailreicher. Jetzt mache ich die Leinwand. Die grundiere ich jetzt quasi mal so ein bisschen gelb. Ich behalte den kleinen Pinsel bei. Schicht, sage ich mal. Ein bisschen orange sein. Nach hier unten hin ist es gar nicht so schlimm, weil hier unten kommt gleich noch was Schwarzes hin. Und taste mich jetzt mit den Farbtönen dunkler nach oben. Jetzt hier eine Sonnenuntergangsoptik, sage ich mal. So, das lassen wir jetzt trocknen und dann kommen wir jetzt zum Elefanten in der letzten Schicht. Ein bisschen Schwarz noch dazu und dazu nehme ich mir vom Paints Grau ein bisschen, weil das so einen bläulichen Tick hat. Thank you.
Und das Wichtigste fehlt ja noch. Ich habe ja in meiner Skizze hier eingezeichnet, dass er Gras frisst. Und das Wichtigste, ein Zettelchen fehlt uns noch, der Pinsel. Und den machen wir blau. Dann gehe ich mit Schwarz auch schon beim Elefanten Augen nach. Die müssen ja verheben. Und wenn ich schon gleich mal beim Schwarz bin, mache ich das Gemälde, das der Elefant kreiert, auch gleich noch fertig. Und dann fehlt ja eigentlich noch das Elementarste. Der Schatten. So, mit dem Elefanten bin ich ganz zufrieden. Ich gehe jetzt nochmal an den Pinsel. Und dann brauchen wir noch den Schatten und der wird natürlich auch grau. So, und zu guter Letzt kommen noch ein paar dunklere Akzente in das Gras. Da mache ich ein bisschen grün und etwas blau. Noch was? Ich finde, nö. Also, ich bin fertig. Heißt, wir können das Washi-Tape schon abmachen. So, da ist das Washi-Tape auch weg. Und ich finde es ganz süß. Es ist nicht perfekt und sicherlich hätte man sich mit mehr Zeit auch mehr ein größeres Bild oder auch ein detailreicheres Bild malen können.
Aber ich finde mal, für die kurze Zeit und für die spontane Idee entstehen doch ganz süße und niedliche Bilder eigentlich dazu. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Vielleicht konntet ihr auch noch das eine oder andere mitnehmen. Und ich freue mich, wenn ich euch inspirieren kann und wenn ihr selber vielleicht Bilder gestaltet. Und wenn ihr selber Bilder gestaltet, würde ich mich freuen, wenn ihr den Hashtag Sonntags mit Lillis verwendet und es in den sozialen Medien bzw. bei Instagram dann teilt. Und wenn ihr mir hier noch einen Daumen da lasst und vielleicht noch ein Abo, dann freue ich mich noch umso mehr. Und ich wünsche euch einen zauberhaften Sonntag und kommt morgen gut in eine neue Woche. Tschüss!